Ja, herzlich willkommen hier wieder. Wir sitzen immer noch in der Badewanne. Allerdings habe ich einen neuen Gesprächspartner, Herr Dr. Mahnke von der AGET. Das ist die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer. Und bei Innovation, da sind wir ja direkt eigentlich bei dem Thema Digitalisierung Aachen 2025 angekommen. Ist das das Selbstverständnis, solche Dinge zu unterstützen? Ja, natürlich. Die AGET ist vor 35 Jahren gegründet worden mit dem Ziel, den einzigen wirklichen Standortfaktor, den wir hier in der Region Aachen haben, der uns von anderen unterscheidet, nämlich das hier konzentrierte Technologiepotenzial zu nutzen, um Arbeitsplätze zu schaffen, Gründungen zu unterstützen. Und das hat sich natürlich gewandelt und heute spielt Digitalisierung eine ganz entscheidende Rolle, wenn man diese Aufgaben ernsthaft weiter betreiben will. Und jetzt Aachen 2025 ganz konkret, inwiefern beteiligt sich die AGET daran? Also zunächst mal sind wir einer der Hauptveranstaltungsorte mit dem Technologiezentrum, wo ja die meisten Veranstaltungen und Ausstellungen stattfinden. Darüber hinaus beteiligen wir uns aber auch an vielen anderen Aktivitäten in den Aachen 2025 Initiativen, weil wir glauben, dass es wichtig ist, die Bevölkerung mitzunehmen. Das ist auch eine Erfahrung, die wir mal vor 30 Jahren gemacht haben, als es darum ging, das Image Aachens zu verändern. Das war nämlich damals Aachen, Printen, Nadeln, Tuche und wir wollten Technologieregion werden. Mittlerweile ist das gesetzt, aber das geht nur, wenn man die Bevölkerung mitnimmt. Was heißt denn mitnehmen ganz konkret? Also jeder ist ja eigentlich von der Digitalisierung betroffen. Weiß die Bevölkerung einfach noch nicht, was da wirklich dahinter steckt oder was meinen Sie mit mitnehmen? Also ich glaube in der Tat, dass viele natürlich ihr Smartphone nutzen, manche von morgens bis abends, dass aber auf der anderen Seite dieser Prozess der Digitalisierung und was dafür gravierende Veränderungen hinterstecken, dass das von vielen unterschätzt wird, übrigens nicht nur von der allgemeinen Bevölkerung, sondern auch von vielen kleinen und mittleren Unternehmen. Genau, also Digitalisierung, das ist ja eben nicht nur, dass jetzt jedes Unternehmen vielleicht WLAN anbietet, top, einen Hotspot vielleicht und ein Smartphone zu nutzen weiß, sondern es gibt ja diese digitale Transformation, die sich eben in diesen ganzen Lebensbereichen auswirkt. Meinen Sie das damit? Und genau, also heute Morgen bei der Eröffnung in der Digitalinee hat jemand ein schönes Bild gebracht und hat gesagt, als die Schiffe Motoren bekamen, hat man eine Zeit lang weiter Segelschiffe gebaut und hat sie immer größer gebaut und hat dann gemerkt, das war der falsche Weg. Und so hat sich die Schifffahrt dramatisch verändert. Und so sind wir heute im Produktionsprozess, in vielen anderen Dingen. Ich mache das immer an dem Beispiel des Installateurs deutlich, der heute im Großhandel sein Sieb kauft. Und diesen Großhandel wird es in 20 Jahren nicht mehr geben, weil jeder mit seinem 3D-Drucker dieses Sieb selbst drucken wird und sich aus dem Internet die entsprechenden Pläne herunterlädt. Und das zu verstehen, sich darauf einzustellen, einem Installateur klarzumachen, ja, 3D-Druck ist ein Thema, mit dem du konfrontiert wirst. Das ist dieser Prozess der Digitalisierung, den jeder aufnehmen muss. Wir sind eine Technologieregion, haben Sie eben gesagt. Können wir denn eine digitalisierte oder eine Digitalisierungsregion auch werden? Steckt da Potenzial drin? Also wir sind zum Glück Technologieregion, denn ich bin der tiefen Überzeugung, nur die Kombination Digitalisierung und tatsächlich auch Produkte, also technologisch neue, hochwertige Produkte, sind das, was uns in der Zukunft tragen wird. Es gibt viele Regionen, wo man Digitalisierung betreiben kann, auch ohne Produkte herzustellen, aber die Kombination von Ingenieurwissenschaften und Digitalisierung, das ist das, was fast nur an wenigen Orten geht und Aachen ist einer dieser Orte, die das können. Alles klar. Wie sieht es denn hier aus, Ihre Beobachtung in kleinen und mittelständischen Unternehmen? Ist das da angekommen, dass ich was tun muss oder wie ist da der Status quo bislang? Angekommen ist das schon. Ich glaube schon, dass die meisten Unternehmer so ein Bauchgefühl haben und sagen, da kommt was auf mich zu. Ich weiß aber nicht so ganz genau, wie ich damit umgehen soll. Und das ist ja eine der Aufgaben der AGET, aber auch der IHK und andere Digi-Hubs, da Hilfestellung zu leisten, dass man das dann irgendwann auch mal konkret macht. Und in der Phase sind wir jetzt. Ich glaube, dass wir da noch in einer sehr frühen Phase sind. Also das wird noch viele Jahre dauern, bis das wirklich bei allen Unternehmen so richtig angekommen ist. Aber dass man sich damit beschäftigen muss, ich glaube, die Botschaft ist angekommen.
Die Botschaft ist angekommen. Warum tun sich denn manche noch so schwer damit? Ist das auch die Angst, selbst zu verschwinden und dann, dass man dann eher weitermacht erstmal, solange es noch geht? Ja, die einen bauen größere Segelschiffe, wie ich es eben genannt habe. Die anderen sagen, es läuft im Augenblick sehr gut, die Konjunktur brummt, wir haben eine Niedrigzinsphase. Das heißt also, es ist nicht so die Notwendigkeit aus wirtschaftlichen Gründen, sich jetzt mit dem Thema auseinanderzusetzen, sondern der nächste Auftrag muss abgearbeitet werden. Und das macht es im Augenblick vielleicht ein bisschen schwierig. Aber nichtsdestotrotz, das wird nicht den Prozess verhindern. Sie haben auch in unserem Vorgespräch haben wir uns darüber auch unterhalten, es gibt nicht nur die positiven Seiten der Digitalisierung. Wir feiern jetzt zwar mit 28, 25 das Fest des Digitalen und wollen ja auch begeistern dafür, aber es hat eben auch Schattenseiten. Auf was, also welche Diskussionen muss man sich auch einstellen, welche Diskussionen muss man führen? Also eines der zentralen Themen ist Cybersicherheit, so wie das heute heißt. Das ist auch ein Thema, wo die AGIT sehr aktiv ist. Wir machen jetzt noch zwei Veranstaltungen in diesem Jahr zu diesem Thema, weil fast jedes Unternehmen ist schon mal attackiert worden. Und die wenigsten geben es zu. Die meisten sagen, na ja, da redet man nicht so gerne drüber. Das ist aber eines der gravierenden Themen, mit denen man sich auch auseinandersetzen muss. Und das wird zunehmen. Und von daher kann es nur ein Gleichgewicht sein. Also die Unternehmen, die die Chancen ergreifen und sehen, was sich in Zukunft wirtschaftlich für sie an Perspektiven ergibt, müssen gleichzeitig dieses Thema Cybersicherheit auch im Auge haben. Mhm. Gibt es auch gesellschaftliche Dinge, vielleicht Risiken, die man im Auge behalten muss? Also ich glaube, es gibt ja ganz, ganz viele Ideen, sei es der Telenotarzt, der natürlich auch Sorgen und Nöte vielleicht irgendwie auch hervorruft oder beziehungsweise Besorgnis bei den Bürgern auch so ein bisschen weckt. Ja, also interessant ist ja, dass es diese Besorgnis bei den Bürgern von Land zu Land sehr unterschiedlich gibt. Heute Morgen wieder bei der Eröffnung in der Digitaliné war Professor Schmidt aus Maastricht, der Krankheiten durch Algorithmen bekämpfen will. Er sagt nämlich, wenn ich genug Daten habe, kann ich sagen, wie Krankheiten zusammenhängen und wo die eigentliche Ursache ist. Und er kriegt die Daten aus den skandinavischen Ländern, aus Deutschland eigentlich fast überhaupt nicht, weil wir nicht bereit sind, diese Daten bereitzustellen. Das heißt, da gibt es auch unterschiedliche Mentalitäten und Deutschland ist da eher vorsichtig unterwegs. Auf der anderen Seite muss man aber auch klar sagen, es gibt natürlich Entwicklungen, die auch einem Sorge machen können. Man wird gläserner, man wird vorhersagbarer, man wird durchschaubarer. Und das sind alles Dinge, die unser Leben dann auch beeinflussen und vielleicht nicht immer nur in der positiven Weise. Sie haben jetzt schon zweimal die Digitaliné heute Morgen erwähnt. Das ist ja quasi die Eröffnungsveranstaltung, das Fest wirklich mit ganz, ganz vielen Projekten, Initiativen und Sachen zum Anfassen und zu begreifen. Gab es da so ein persönliches Highlight für Sie, was Sie mitgenommen haben oder sowas, was Sie noch total überrascht hat, wovon Sie auch noch nicht gehört hatten? Also es gab, für mich gab es zwei Highlights. Das eine war, es gab zwei Musikstücke, drei Minuten lang, eine komponiert letztendlich von einer Maschine und eine komponiert von einer jungen Komponistin. Und die Besucher sollten herausfinden, was ist von der Maschine und was kommt von dem Menschen. Und die Besucher waren nicht in der Lage zu unterscheiden. Die eine Hälfte hat so gesagt, die andere Hälfte hat so gesagt. Und das Highlight war dann, dass die beiden ein Paar waren und sich dann vermutlich zukünftig auch sehr gut ergänzen. Das zweite Highlight war eigentlich Öcher Platt. Es war nämlich Herr Dr. Birmanns da, der vom Verein Öcher Platt auch diese Sprache, diese untergehende Sprache digitalisieren will. Und er hat eigentlich sehr gut gezeigt, wie Digitalisierung und das Menschliche zusammenpasst. Und das gerade auch im Öcher Platt. Wie möchte er das machen? Können Sie das einmal ganz kurz skizzieren? Vielleicht in der App oder wie stelle ich mir das vor? Naja, er sagt, es gibt natürlich Lexika, wo man nachsehen kann, welcher Begriff heißt auf Öcher Platt wie. Das drückt aber nicht aus, was sozusagen dahinter steckt. Und er hatte die Münsterbirne in der Hosentasche. Das ist eine Birne, die nur zwischen Cornelie Münster und Aachen wächst und auch nicht schmeckt, die man aber durch langes Kochen zu schwarzen Fläden machen kann. Und das hat er dann in seiner unnachahmlichen Art in Öcher Platt dargestellt. Letztendlich sind es aber solche Geschichten, die man auch konservieren muss. Und das geht eben digital über Augenzeugen, die das noch wissen und können. Also so ein digitales, regionales Gedächtnis, wenn man so möchte. Alles klar, ja, super spannend. Gibt es denn für Sie eine ganz persönliche Entwicklung, die Sie heutzutage nutzen im Alltag, die Sie nicht mehr missen möchten? Also ein digitales Produkt oder eine Idee, die irgendwie Fuß gefasst hat?
Also Sie werden wahrscheinlich jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber was ich für mich als Wichtigstes sehe, ist Suchmaschinen. Mhm. Also Herr oder Frau Google sind das, was ich am meisten nutze. Mhm. Und diese Möglichkeit, sehr schnell Wissen herbeizuführen oder auch, wenn man abends beim Bier sitzt und der eine sagt, Rom hat 1 Million Einwohner, der andere sagt, wir haben 3 Millionen und man kann innerhalb von Sekunden sagen, Rom hat so und so viele Millionen Einwohner. Das finde ich eigentlich faszinierend und das ist das, was ich am meisten nutze in meiner Arbeit, aber auch in meiner Freizeit. Vermissen Sie da nicht den guten alten Brockhaus? Ja, der ist ja schwer mitzunehmen. Insofern ist das in der Tat ein Fortschritt, dass man das mit seinem kleinen Gerät machen kann. Lassen Sie uns noch einmal zum Abschluss in die Zukunft blicken. Wir reden über Aachen 2025. Es soll ja ein Blick auch in die Zukunft sein, was ich noch tun kann. Was muss ich denn noch tun im Sinne der Digitalisierung? Ja gut, was wir anfangs besprochen haben, es muss mehr in die Gesellschaft hineinkommen. Deswegen machen wir das ja auch, um die Bevölkerung darauf hinzuweisen, mitzunehmen, ihnen zu erklären, was geht. Aber es wird sicher auch Dinge geben, die für jeden Einzelnen sehr spannend sind. Für mich zum Beispiel stelle ich mir digitales Reisen total spannend vor. Aha. Wenn Sie heute die Sehenswürdigkeiten dieser Welt sehen, wenn Sie nach Ägypten fahren, ins Tal der Könige, dann werden Sie dann für 20 Minuten mit 200 anderen in so eine Grabkammer reingelassen. Und da mal das digital zu erleben, mal alleine zu sein, selbst zu bestimmen, wie lange will ich was angucken, mit Virtual Reality möglicherweise, die Leute sehen, wie sie damals gekleidet waren, welche Farben damals dort waren, das stelle ich mir total spannend vor und sowas würde ich gerne erleben. Okay. Birgt das nicht die Gefahr, dass man gar nicht mehr das Haus verlässt? Das sicherlich nicht. Also es gibt natürlich den menschlichen Kontakt und der wird durch nichts zu ersetzen sein. Aber gerade solche Dinge, wo alle in Massen hinlaufen, glaube ich, kann man durch solche digitalen Hilfsmittel eine ganz andere Atmosphäre sein. Und man kann ja da, wo man es virtuell dann gesehen hat, auch noch hinreisen. Ja, das stimmt. Schönes Schlusswort. Wo geht es für Sie jetzt als nächstes hin heute oder in den nächsten Tagen? Was werden Sie sich anschauen? Also es geht jetzt in das Technologiezentrum zurück. Was ich da faszinierend bei der Ausstellung finde, ist, dass wir eigentlich alle Entwicklungen im Automobilsektor, also alle Aachener Autos, da zum ersten Mal alle zusammen haben. Was ja auch zeigt, dass wir ein Entwicklungsstandort geworden sind für Automotive. Mhm. Und da gehe ich jetzt hin und führe dann noch ein paar Gespräche. Viel Spaß dabei. Wenn Sie Herrn Dr. Mahnke treffen wollen, sprechen wollen oder zu irgendwas noch befragen wollen, was die AGET macht, wie man sich weiter digitalisieren kann und sollte, dann gehen Sie ins Technologiezentrum. Ansonsten schalten Sie wieder ein. Bis dahin, alles Gute. Mhm.